Ja, heute Abend werde ich eine Einführung halten über die Wichtigkeit von Dharma-Studium im Allgemeinen und Dharma-Studium im FEBO. Also ich werde anfangen mit einem Statement. Ja? Der einzige Grund für Dharma-Studium ist, dass es unsere Dharma-Praxis unterstützt. Und ich hoffe, dass mit diesem Statement sofort alle Gedanken über Dharma-Studium, über etwas als etwas Akademisches oder als etwas Schulerisches damit verschwindet. Ja? Man kann sehr leicht denken, ah, Studium, ah, das ist nicht für mich. Ja. Oder ich habe schon früher mal studiert, das habe ich hinter mich gelassen, das will ich nicht mehr. Oder früher in der Schule konnte ich nicht studieren und jetzt möchte ich nichts mehr mit dem Studium zu tun haben. Das hat nichts mit Dharma-Studium zu tun, wie ich heute Abend darüber reden möchte. Ja. Dharma-Studium ist etwas, was unsere spirituelle Praxis unterstützt. Das uns hilft, besser zu praktizieren, tiefer zu praktizieren, uns hilft uns weiter, geistig zu entwickeln. Ja, ich werde dann in dieser Einführung versuchen, auf vier Fragen eine Antwort zu geben. Erstmal, warum Dharma-Studium? Dann, was könnte man studieren? Dann, mit wem könnte man studieren? Und wie soll man studieren? Also mit welcher Einstellung? Ja, erstmal, warum Dharma-Studium? Ja, was ist eigentlich der Grund? Naja, ich habe ja schon gesagt, als Unterstützung von unserer spirituellen Praxis. Ich möchte das auch weiter begründen. Ja? Dazu gehe ich zurück zu dem Buddha selbst. Ja? Die wichtigste Lehre des Buddha war zusammengefasst in eine kurze Formulierung, der dreifältige Pfad. Ja? Das ist die Lehre, die er ständig in den letzten drei Monaten seines Lebens unterrichtet hat. Ja, in den letzten drei Monaten seines Lebens hat er nochmal so eine Rundreise gemacht in Nordindien und hat er immer wieder diese dreifältige Pfad betont. Ja, also nach 45 Jahren von Unterricht geben, war es für den Buddha klar, dass das eigentlich die Essenz von seiner Lehre war. Dreifältige Pfad. Das werde ich hier nochmal kurz zeigen. Wie diese, ein Dreieck, die letztendlich hier oben zu Erleuchtung führt. Das ist letztendlich das Ziel von spiritueller Entwicklung, so wie der Buddha das formuliert hat, ja, sein Dharma. Also der dreifältige Weg sagt, es gibt drei Schritte, die man machen kann, machen muss, um Erleuchtung zu erreichen. Und die Schritte hängen miteinander zusammen. So, unten in diesem Dreieck gibt es ethisches Verhalten. Ja. Das unser ethisches Verhalten ist die Grundlage für unsere Meditation. Also unsere Meditation kann sich vertiefen, wenn unser ethisches Verhalten und wenn unser Verhalten mehr und mehr ethisch wird. Dann Meditation selbst ist die Grundlage für die Entwicklung von Weisheit. Ja. Durch Meditation können wir Weisheit erlangen. Ja. Und Weisheit, wenn es vollkommen wird, führt zu Erleuchtung. So, das ist ganz kurz die Aufbau von den dreifältigen Pfad. Hier in diesem Bereich von Meditation gibt es zwei Unterbereiche, so soll ich mal sagen. Erst gibt es Samatha-Meditation. Ja, Samatha-Meditation, das ist das meditative Prozess, was zu einem ruhigen, klaren Geist führt. Ja, wir haben unsere zwei Meditationspraktiken, Metta Bhavana und Vergegenwärtigung des Atems. Die Vergegenwärtigung des Atems hilft uns, Achtsamkeit, Klarheit zu entwickeln. Die Metta Bhavana hilft uns, positive Emotionen zu entwickeln. Also diese zwei Meditationen in diesem Samatha-Bereich führen zu einem positiven, klaren Geist. Dann der zweite Bereich, unter Meditation ist Vipassana. Ja? Vipassana ist das meditative Prozess, was uns von Unwissenheit zu Einsicht führt. Das werde ich hier nochmal klarer zeigen. So, hier nochmal die Zusammenhang zwischen Samatha und Vipassana-Meditation. Samatha-Meditation führt zu einem klaren, positiven Geist. Was wir wollen, ist von Unwissenheit zu Einsicht zu kommen. Und unsere Einsicht zu vermehren, sodass das letztendlich zur Erleuchtung führt. Unwissenheit drückt sich aus in falsche Ansichten. Das ist die Weise, in der wir die Welt sehen, indem wir uns selbst sehen, andere sehen, ja, unsere Ansichten, die nicht in Übereinstimmung sind mit der Realität, weil wir unwissend sind und auch weil wir in unserer Unwissenheit auch gerne unwissend bleiben möchten.
Was wir versuchen zu tun in Vipassana ist, durch richtige Ansichten zu Einsicht zu kommen. Wir brauchen in Vipassana richtige Ansichten. Das bedeutet, dass wir jedenfalls einen guten Eindruck haben, wie die Realität ist. Vielleicht sehen wir sie noch nicht ganz klar, aber wir haben jedenfalls richtige Ansichten darüber. Und wenn wir dann unsere klare positive Geist darauf richten, durch Reflexion, dann können diese richtigen Ansichten in Einsicht übergehen. Aber wie kommen wir jetzt von falschen Ansichten zu richtigen Ansichten? Hier brauchen wir Dharma-Studium. Also Dharma-Studium hilft uns, unsere falschen Ansichten zu verwandeln in richtige Ansichten. Weil wir den Dharma studieren und dabei studieren, was der Buddha eigentlich über die Realität gesagt hat. Ja. Der Buddha gibt uns Hilfsmittel, um Einsicht zu erlangen, indem er sagt, wenn man die Realität so und so sieht, dann kann das zu Einsicht führen. Ja. Wenn man falsche Ansichten hat, kann man die Realität nicht sehen. Ja. Falsche Ansichten sind wie ein großes Hindernis. Wenn man richtige Ansicht hat, dann sind die richtige Ansicht ein Schritt zu Einsicht, ja, ein Hilfsmittel zu Einsicht. Also dafür braucht man Dharma-Studium. Man braucht auch Vertrauen. Ja. Wenn man kein Vertrauen in den Buddha hat und in seine Lehre, dann kann man auch keine richtigen Ansichten entwickeln, weil man wird dann zu viel Widerstand haben. Aber mit Vertrauen und Studium kann man zu richtigen Ansichten kommen. Also Dharma-Studium hat als Ziel, uns klar darüber zu werden, was die Realität eigentlich ist. Und jedenfalls da einen Eindruck zu bekommen, wie es sein könnte. Und wenn wir darüber reflektieren, mit klarer positiver Geist, dann können wir es vielleicht für uns selbst sehen. Also das Prozess von Dharma-Studium ist eigentlich ein Prozess, in dem wir versuchen können zu entdecken, was unsere eigenen Ansichten sind, zu entdecken, ob diese Ansichten falsch oder richtig sind, darüber mit anderen reden zu können und mehr und mehr Klarheit darüber zu bekommen, ja, was eigentlich richtige Ansichten sind und auch uns die richtigen Ansichten mehr und mehr in unser eigenes Verständnis zu integrieren. Vielleicht soll ich ein oder zwei Beispiele davon geben, was falsche Ansichten sind und was richtige Ansichten sind. Eine falsche Ansicht zum Beispiel ist, dass das ganze Universum geschaffen ist von einem Gott. Ja? Dass es mal angefangen hat und dass es einen Gott gab, der die ganze Welt geschaffen hat und dass es vielleicht mal wieder zum Ende kommt und dass es dann einen Gott gibt, der auf uns wartet und wir müssen dann diesem Gott erzählen, was wir diese Zeit gemacht haben. Ja? Das ist eine falsche Ansicht, die uns nicht hilft, die Realität zu sehen. Ja? Das ist wie ein Hindernis, die Realität von uns entfernt hält. Es ist wie eine gefärbte Brille. Ja? Wenn wir die gefärbte Brille auf unsere Nase setzen, dann werden wir alles in eine bestimmte Farbe sehen. Ja? Also mit dieser Ansicht werden wir alles sehen, was sozusagen diese Ansicht unterstützt. Ja? Also wir werden dann immer wieder denken, ja, ich habe doch recht. Aber eigentlich ist es nur, weil wir diese gefärbte Brille haben, sehen wir alles in eine bestimmte Farbe. Ja, eine richtige Ansicht ist, dass alles entsteht und vergeht in Bedingtheit. Ja, dass alles in einem Prozess von Änderung ist. Ja, dass es keinen Anfang gibt, keine Ende, aber alles entwickelt sich ständig, kommt und geht. Ja, das ist eine richtige Ansicht, wodurch wir in Kontakt mit der Realität kommen können. Anderes Beispiel, falsche Ansicht ist, ich bin das Zentrum des Universums. Ja, ich bin das Wichtigste im Universum. Ja, es gibt dann auch noch andere, ja, aber die sind eigentlich nicht so wichtig. Alles dreht um mich. Ja. Wir können natürlich sagen, ja, so denke ich nicht. Aber so denken wir doch. Ja. Das heißt, vielleicht nicht in unserem Kopf, intellektuell, aber so denken wir in unserem Herz. Ja. Das ist einfach ein Aspekt von Unwissendsein, dass wir einfach denken, ich bin der wichtigste Mensch in der ganzen Welt. Ja. Solange ich nicht Einsicht habe, werde ich das Gefühl haben. Nicht an der Oberfläche, aber ganz tief. Ja, in meiner Motivation, in alles, was ich tue, spielt das irgendwo mit. Ja? Ich bin wirklich wichtig, mehr wichtig als alle anderen. Ja? Richtige Ansicht ist, dass das nicht so ist. Also, dass man einfach ein Teil von diesem ganzen Universum ist, das in Verbindung steht mit anderen Aspekten im Universum, andere Menschen, Lebewesen, dass es eine Interaktion gibt, dass man einander beeinflusst, aber dass es nicht so etwas gibt wie, ich bin wichtiger als andere. Ja? Also, ein bisschen ein Beispiel von falscher und richtiger Ansicht.
Ja, dann werde ich jetzt darüber reden, was man studieren kann. Wir können natürlich erstmal zurückgehen zu den alten buddhistischen Texten, ja, den alten buddhistischen Schriften. Texten, die das Buddha-Wort sind. Das bedeutet nicht, dass die buchstäblich vom Buddha gesprochen geworden sind, aber das sind Texte, die jedenfalls von einem erleuchteten Bewusstsein kommen. Also die buddhistischen Texte sind nicht aus der Zeit des Buddhas, ja, die sind viel später aufgeschrieben, aber die sind durch die Jahrhunderte geprüft und man könnte sagen, die Texte sind aus erleuchteten Bewusstsein entstanden und dadurch kann man sagen, dass das Wort des Buddha ist. Es gibt keinen Unterschied zwischen der Erleuchtung des Buddhas und der Erleuchtung von seinen Schülern, die nachher gelehrt haben. Daneben gibt es auch viele Kommentare auf diese ursprünglichen Schriften. Und manchmal, die meisten sind dann alte Kommentare, aber auch Kommentare, die jetzt geschrieben sind und oder formuliert sind. Und so kann man zum Beispiel Bhantis Lehre sehen. Bhantis Lehre ist eine Kommentare oder eine Erklärung von dem Dharma, von dem Buddha. Und Bhanti hat versucht eigentlich, den Dharma so zu erklären, dass es für uns westliche Menschen zugänglich ist und ja, praktizierbar ist. Also man kann Bhantis Werken studieren, man kann seine Bücher studieren, seine Vorträge, man kann andere Sachen studieren, die in der FABO auch geschrieben sind, aus seiner Lehre heraus sozusagen. Und dann gibt es natürlich auch noch eine ganze andere Menge von buddhistische Bücher und Vorträge, die man von anderen Lehrern bekommen kann. Ich glaube, dass es gut ist, einen Balance zu finden zwischen einerseits Sachen, die man studieren kann, die wirklich eine grundlegende Kenntnis von dem Dharma geben. Ja? Also, dass man weiß, was die wichtigsten Lehren sind, so wie dreifältige Pfad, achtfältige Pfad, die fünf spirituelle Vermögen und so weiter und so weiter. Es gibt all diese Listen im Buddhismus. Ja? Und es sehr nützlich, da mehr Einsicht drin zu bekommen, was die eigentlich bedeuten. Ja? Nicht auswendig zu lernen, sodass man sie so sehr leicht aussagen kann, aber sie wirklich zu verstehen, was dahinten steckt. Ja? Eine andere Seite ist, dass man Texte studiert, die vielleicht mehr Einfluss auf unsere Schala, auf unsere gläubiges Vertrauen haben, die mehr inspirierend sind. Ja? So wie ein Text, dieses Buch von Shantideva, der Bodhicaryavatara, oder Dhammapada, oder Udana, solche Werke, die uns in unsere Vertrauen des Dharma unterstützen. Ja, dann mit wem studieren? Man kann erstmal alleine studieren. Ich habe in der Zeit, dass ich nach England gegangen bin, wenn ich da angekommen bin, habe ich damals ein Ordensmitglied, Padma Vajra, gefragt, mich eine Liste zu geben von Sachen, die er glaubte, dass wichtig waren für Studium. Und er hat mich so eine Liste gegeben von 15 bis 20 Texten. Und die habe ich alleine studiert. Und das ist noch immer eine große Ressource von Dharma-Kenntnis, die ich jetzt habe. Also damals war das für mich auch äußerst nützlich, diese Texte alleine zu studieren. Ja, und bin da eigentlich sehr weit damit gekommen. Also allein studieren kann sehr nützlich sein. Es hat auch Gefahren, weil man kann Sachen missverstehen, ja, man kann Sachen nicht gut verstehen und es gibt niemand, die uns Feedback geben kann, dass das so ist. Ja. Man kann ein falsches Verständnis aufbauen und damit Jahren rumgehen und wenn man dann nicht mit anderen darüber redet, dann ja, bleibt das einfach so. Also das ist das Nachteil von allein studieren, dass man nicht genau weiß, ob man das wirklich gut verstanden hat. Also es ist letztendlich besser, noch mit anderen zu studieren, ja? Sodass man auch die Möglichkeit hat, Sachen durchzureden und Ebenen zu entdecken in bestimmten Aspekten des Dharma, die man alleine nicht so leicht entdeckt, ja? Weil man durch Kommunikation viel tiefer gehen kann. Also mit einer anderen Person zu studieren oder in einer Gruppe zu studieren, kann unsere Verständnis des Dharma sehr vertiefen. Vielleicht soll ich hier eine Sache dazu sagen. Wenn man in einer Studiengruppe ist, und es gibt mehrere Studiengruppen hier im Zentrum, eine Studiengruppe ist keine Therapiegruppe.
Also man kann in eine Studiengruppe reingehen und denken, ja, jetzt habe ich eine schöne Möglichkeit, all meine persönlichen Probleme reinzuschmeißen. Und da können wir das schön darüber reden. Das kann für mich sehr nützlich sein. Das kann zwar sehr nützlich sein, aber es ist nicht, was eine Studiengruppe ist. Eine Studiengruppe ist, oder eine Dharma-Studiengruppe ist eine Gruppe, wo man den Dharma studiert, wo man versucht, falsche Ansichten in richtige Ansichten umzusetzen. Und da kommt eine ganze Menge von uns selbst kommt rein, eine ganze Menge emotionale Energie kommt auch da rein. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir da wirklich versuchen, objektiv uns mit dem Dharma zu beschäftigen und nicht zu problemorientiert zu sein. Ja, es ist nützlich, wenn in einer Studiengruppe auch jemand dabei ist, die vielleicht ein bisschen weiter ist. Es kann ein Ordensmitglied sein. Ich glaube, was dabei wichtig ist, dass wenn ein Ordensmitglied eine Studiengruppe leitet, was da wichtig ist, ist nicht, dass er vielleicht so viel und so viel Kenntnis hat, aber dass er oder sie effektiv Zuflucht nimmt. Ja, das ist eigentlich was. Was Studium weiterhelfen kann. Ja. Weil das bedeutet, dass die Sachen, die besprochen werden, dadurch auch in der Gruppe zu dieser Ebene kommen können, wo wir alle versuchen, mehr und mehr effektiv Zuflucht zu nehmen. Ja. Und das betont wieder, dass Studium, Dharma-Studium, nicht eine Sache ist, von mehr und mehr Kenntnisse zu bekommen, aber dass es darum geht, unsere Zufluchtnahme zu vertiefen, dass es darum geht, unsere spirituelle Praxis zu vertiefen. Es ist auch gut, wenn wir studieren zusammen mit Leuten, die auf unserer eigenen Ebene sind. Ja? Weil das bedeutet, dass man leichter zu Fragen kommen kann, die auf unserer eigenen Ebene sind. Ja? Manchmal sind für uns Sachen unklar. Und wir wissen eigentlich nicht, ob wir da darüber reden können. Vielleicht denken wir, das ist vielleicht zu doof oder was auch. Und dann merken wir, dass jemand anders genau mit denselben Fragen lebt. Ja? Genau dieselben Sachen gerne besprechen möchte. Und dann kommt das mehr zusammen. Also es ist auch gut, mit Leuten zu studieren, die genau auf unserer eigenen Ebene sind. Ja, dann letztendlich, wie soll man studieren? Mit welcher Einstellung? Es gibt zwei Extreme. Die man in der Einstellung, die man haben kann. Ein Extrem ist, dass man einfach alles ohne nachzudenken akzeptiert. Sagt, ja, das soll so sein und nicht nachdenkt und nicht kritisch ist. Das ist ein Extrem. So einfach alles schlucken, alles runterschlucken. Das andere Extrem ist so eine Art von Zynismus, dass man sagt, da, das sagen die alles schon, aber das glaube ich nicht. Ich denke, dass ich hier doch eigentlich viel besser weiß. Oder dass, ich akzeptiere einfach nicht, was da gesagt wird und ich sage es zwar nicht, aber ich habe meine eigene Meinung. Ja. Das ist das andere Extrem. Dazwischen gibt es einen mittleren Weg, sozusagen, von einfach eine positive, kritische Einstellung. Ja. Kritisch, ja, also man nimmt nicht einfach alles an, was gesagt wird, man denkt darüber nach und hat auch versucht auch seine eigene Meinung dazu zu formulieren, aber gleichzeitig auch positiv, indem man wirklich versucht, klar zu sehen, was andere eigentlich sagen und ob das stimmt und nicht sofort ein Widerstand aufbaut. Und dann studiert man mit Offenheit. Es gibt diese kleine, schöne Geschichte, finde ich selbst, von einem gelehrten Mann, die eine buddhistische Lehre besucht und die reden miteinander und dann auf einem bestimmten Punkt fragt der buddhistische Lehrer, ob der Mann vielleicht eine Tasse Tee möchte. Und der Mann sagt ja. Und er schenkt dann diesem Mann eine Tasse Tee und er schenkt und schenkt und schenkt, die Tasse wird voll und fängt dann an, die Tee, die überfließt eigentlich in die Tasse und geht auf den Boden und so weiter. Und der Mann sagt, was machst du jetzt? Das geht doch nicht mehr, da kann doch nicht mehr Tee in diese Tasse. Und dann sagt er, ja, du machst das doch auch. Ne? Du sagst, du kommst hier, um von mir über den Dharma zu hören, aber du bist voll, da kann nichts mehr rein. Ne? Und kommt alles falsch daneben. Ne? Also diese Geschichte zeigt, dass wir vielleicht zwar fragen können, ja, ich möchte mehr über den Dharma wissen, aber eigentlich sind wir voll. Ja? Wir haben so viele eigene Meinungen, woran wir festhalten, dass nicht mehr dazukommen kann. Und alles fällt daneben. Also, wenn wir Dharma studieren, versuchen wir das mit einer Offenheit zu machen, wo wir noch Sachen reinnehmen können, ja? Wo wir noch Sachen annehmen können. Wir sollen auch Dharma objektiv studieren. Das heißt, dass wir
wirklich versuchen zu sehen, was da ist und nicht unsere eigenen Emotionen oder unsere eigenen Gefühle zu stark reinkommen zu lassen. So dass wir durch unsere eigene Emotionalität nicht mehr sehen, was da ist. Dass wir versuchen, tatsächlich und objektiv bei den Dharma selbst zu bleiben. Was war die Lehre des Buddha? Ja, nicht, was finde ich davon, aber was war die Lehre des Buddha? Was war das Objektiv? So, wir versuchen nicht unsere eigene Version des Dharma aufzubauen. Ja? Dass man dann letztendlich sagt, ja, es gibt die Dharma des Buddha und es gibt die Dharma des Bodhimitra. Ja? So ist es nicht. Es gibt nur ein Dharma. Ja? Wenn ich sage, es ist mein Dharma, dann ist es kein Dharma mehr. Es ist nur etwas von mir, ja? Was nicht mit dem Dharma zu tun hat. Ja? Okay, ich kann mein eigenes Verständnis haben, was nur teilweise sein muss. Ja? Solange ich noch nicht erleuchtet bin, werde ich den Dharma nur teilweise verstehen. Aber ich versuche nicht, den Dharma zu verdrehen, so dass es für mich akzeptabel wird. Und alle Sachen, die ich nicht akzeptieren kann, ich schiebe ich zur Seite. Also man nimmt den Dharma im Ganzen oder nicht, aber nicht so ein bisschen, ja, das okay, das finde ich okay, das liebe ich nicht. Das steht raus. Und man versucht auch, bei der Tradition zu bleiben. Es gibt viele populäre Ansichten in der Welt. Ja, man soll das Leben so und so und so sehen. Ja, und wenn man so nicht denkt, dann ist man politisch nicht korrekt, so wie man das sagt. Ich glaube, solche Sachen sind nicht relevant, wenn wir den Dharma studieren. Ja, den Dharma ist eine Beschreibung von der Realität und dann solche Trendsachen sollen nicht reinkommen. Ich will eigentlich beschließen enden mit einer Aussage von Sangharakshita selbst über eine gute Einstellung bei Dharma-Studium. Und er sagt, der ideale Student des Dharma ist fest entschlossen, ohne Angst zu verfolgen, mit offenem Geist zu untersuchen, mit gläubigem Vertrauen anzunehmen und zu folgen, das heißt zu praktizieren, was immer die Wahrheit über Buddhismus sein mag. Was immer die Wahrheit über Buddhismus sein mag. Das Letzte finde ich sehr wichtig. Wir werden, wenn wir Dharma studieren, werden wir konfrontiert mit Sachen, die wir nicht so leicht annehmen können, ja, wo wir Widerstand haben, die wir eigentlich nicht hören wollen, ja, vielleicht nicht hören können. Ja. Aber wenn wir Dharma studieren, die richtige Einstellung ist eine, wobei man immer versucht, zu der Wahrheit zu kommen. Ja. Immer tiefer an die Wahrheit zu kommen. Auch wenn wir vielleicht da Widerstände haben, auch wenn es für uns schwierig ist, immer wieder versucht man weiterzukommen zu dem, was eigentlich ein Dharma ist. Und wenn wir so studieren, dann wird Dharma-Studium wirklich unsere Dharma-Praxis unterstützen.